Hi, in meiner heutigen Review soll es um ein Gadget gehen, was glaube ich hier in Deutschland noch nicht so sehr bekannt ist. Das ist von Taylor, der Speedsteer. Ein kleiner Rührer sozusagen. Und wozu dieses Ding? Ihr kennt es, drum liegt der KH-Test daneben. Wenn man irgendwie was in der Art macht, wo man auch schütteln muss und gleichzeitig das Ding in der Hand halten und gleichzeitig tropfen, dann kann das unter Umständen ein bisschen nervig sein und auch der Farbumschlag kriegt man vielleicht nicht immer so genau mit. Darum habe ich mir aus den USA das Ding hier mal bestellt und wollte das mit euch zusammen mal Ja, anschauen. und das hier ist der Packungsinhalt, also der Rührer selber, der passende Magnet dazu. Ein Messbecher, den man exakt hier reinkriegt. Und vier Duracell-Batterien. ja, Um da Batterien reinzubekommen, muss man hier erstmal eine Schraube öffnen, kann dann hier den Deckel abnehmen. So, so sieht das Ganze jetzt also aufgeschraubt aus. Ich werde jetzt die Batterien einfügen. einfügen. Die Batterien sind jetzt also drin. Das ganze Ding hat eigentlich zwei Funktionen. Einmal kann man Licht anmachen und da geht gleichzeitig der Rührmechanismus los. Und ich kann ihn hier nur auf verschiedenen Stufen, nee, nur auf einer Stufe. Ich packe den eben gerade auch frisch aus. Ich kann ihn hier anschalten ohne Licht und ich kann ihn anschalten mit Licht. Das ist natürlich ganz geschickt, gerade wenn man den Farbumschlag sehen will. Ja, dann probieren wir das Ganze doch mal aus, weil dann würde ich nämlich nur mit einer Hand jetzt das Ganze bedienen und mit der anderen Hand filmen. Mal gucken, ob das Ding wirklich eine Erleichterung ist. Ich habe jetzt 10 Milliliter Wasser eingefüllt, würde ihn jetzt einschalten, hier mit Beleuchtung und fangen jetzt mal an zu tropfen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, und da ist der Farbumschlag schon da. Also 6,5 wäre hier mein KH, exakt da, wo ich ihn haben will. Und ihr seht mit einer Hand und man hat den Farbumschlag wirklich viel exakter und schneller, wie wenn man da von Hand schüttelt. Ja, das ist der Taylor Magnetrührer. Wie ich finde, ein ganz brauchbares Utensil. Man findet den im Internet. Leider gibt es noch keinen deutschen Händler für dieses Teil. Man findet den im Internet, wenn man ein bisschen sucht. Ich verlinke auch was. Und ich glaube, der kostet irgendwas um 25 oder 27 Dollar. Ist natürlich nicht gerade das günstigste, aber man kann ihn ja noch für andere Dinge missbrauchen. Ja, das war der Taylor Magnetrührer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, macht einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.